G, so heißt Butterschmalz auch, wird auch als goldenes Elixier genannt. G hat laut Ayurveda noch sehr viel mehr gesundheitliche Eigenschaften. Wissenschaftlich bestätigt sind davon allerdings die wenigsten. Doch spricht die Erfahrung der immerhin mindestens 5000 Jahre alten ayurvedischen Heillehre für sich. G wird auch als Butterreinfett, Butterschmalz oder geklärte Butter bezeichnet. Einfach deshalb, weil G im Gegensatz zur normalen Butter weder Eiweiß noch Milchzucker und auch kaum Wasser enthält. Butterschmalz ist hoch erhitzbar. G kann problemlos hoch erhitzt werden und somit auch zum scharfen Anbraten oder Frittieren verwendet werden. Bei Butter würde das Wasser in der Pfanne spritzen und das Eiweiß verbrennen. Bis 190 Grad Celsius bleiben die Fettsäuren im G stabil. Das bedeutet, dass die Fettsäuren nicht oxidieren, keine freien Radikale entstehen und daher auch im Körper keine oxidativen Prozesse stattfinden. Ich persönlich verwende G schon seit vielen Jahren zum Kochen, zum Beispiel um Schnitzel zu panieren, da das Butterschmalz jedem Gericht eine besonders gute Geschmacksnote verleiht. Es gibt kaum eine Wunderwirkung, die G nicht nachgesagt wird. Es soll innerlich angewendet entgiften, verjüngend und zellerneuernd wirken. In Indien glaubt man sogar daran, dass G Patienten mit Blutarmut hilft. Es soll außerdem die Abwehrkräfte stärken, das Blut reinigen, den Hormonhaushalt ausgleichen und das Gehirn stärken. Wissenschaftlich erwiesen ist, dass G eine cholesterinsenkende Wirkung hat. Die mittelkettigen Fettsäuren im G, die direkt von der Leber absorbiert und als Energie verbrannt werden, können Athleten auch als konsistente Energiequelle verwenden. Auch zur Hautpflege ist seine fettig-ölige Konsistenz geeignet. Und das nicht nur bei trockener Haut, sondern auch bei zu fettiger Haut. Als Reinigungszusatz verwendet, entfernt es Schmutz und Talg und sorgt so für ein feineres und ebenmäßigeres Hautbild. Gleichzeitig schützt und repariert es sehr trockene und empfindliche Hautpartien, weil es entzündungshemmend wirkt. Außerdem kann G die Bildung von Narben oder Blasen, zum Beispiel durch Schuhe, verhindern und die Wundheilung fördern. G besteht also zu fast 100% aus reinem Fett. Butter hingegen besteht nur zu 80% aus Fett. Alle übrigen Butterbestandteile werden bei der Herstellung des Ghees entfernt. Dadurch erhält Ghee ganz neue Eigenschaften, nämlich jene, die es von der Butter unterscheidet. In europäischen Regionen wird sie oft auch als Butterschmalz genannt, wie bereits erwähnt. Ghee ist deswegen Lebensmittel und Medizin in einem. Im Vergleich zur Butter hat Ghee interessante Vorteile. Im Ayurveda wird Ghee insbesondere zur Entgiftung eingesetzt, kann aber auch mit speziellen Kräutern zubereitet gegen Psoriasis, erhöhte Cholesterinwerte, Arteriosklerose und vieles mehr helfen. Ghee ist reich an gesunden Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren. Zudem sind die fettlöslichen Vitamine A, D und E im Ghee enthalten. Außerdem ist es reich an K2, Antioxidantien mit antiviralen Eigenschaften, aber nur, wenn es von Kühen stammt, die mit Gras gefüttert wurden. Es ist außerdem reich an Buttersäure und positiven Darmbakterien, die die Gesundheit der Darmwand unterstützen. Ghee ist außerdem leicht verdaulich, und zwar, laut Ayurveda, leichter verdaulicher als Butter und andere Fette und Öle. Ghee wirkt entzündungshemmend und wird außerdem für äußerliche Medizin und kosmetische Zwecke eingesetzt. Es kann die Bildung von Narben und Blasen verhindern und die Wundheilung fördern. In der Gesichtspflege ist es zum Abschminken ebenso ideal anzuwenden wie zur Pflege gereizter und geröteter Haut. Ghee ist also ein Allheilmittel bzw. das goldene Heilelixier, das im Ayurveda für nahezu jede Problematik eingesetzt werden kann. Zur Verjüngung der Haut zum Beispiel, zur Stärkung der Abwehrkräfte, zur Reinigung des Blutes, zur Besserung des Schlafes. Dazu wird Ghee abends auf die Fußsohlen aufgetragen und das soll einen ruhigen und gesunden Schlaf fördern. Ghee wird außerdem zur Harmonisierung des Hormonhaushaltes verwendet, zur Verbesserung des Erinnerungsvermögens, zur Regeneration des Magens bei Magengeschwüren und Darmentzündungen und letztendlich sogar zur Verlängerung der Lebenszeit.